Hallo Freunde des gepflegten Strategiespiels und willkommen zurück zu Battle Isle 2, dem hervorragenden Strategiespiel aus dem Hause Blue Byte aus dem Jahre 1994 und wir befinden uns ja nach wie vor auf der Karte mit dem Code Kaimawa und zwar im vierten Teil. Und Obacht, alle fassen sich an den Händen, ich habe das Ding eigentlich schon durchgespielt gehabt, dann stürzt mir aber der Rechner ab. Schon zum zweiten Mal in dieser Karte übrigens. Und ich fürchte, das hat einigen Zusammenhang mit meinem Grafikkarten-Update. Grafikkarten-Software-Update zu tun. Weil seitdem ist es reichlich instabil. Aber momentan kann ich es tatsächlich nicht ändern. So ist es, so schaut es aus. Und ja, ich meine, der Drops ist gelutscht. Wir schauen mal auf die Karte. Alles gehört mir. Bis, Moment, ich mache mal die Karte an, Übersichtskarte, bis auf den nordwestlichen Teil. Das heißt, irgendwo hier ist die Villa Deng. Und mittlerweile weiß ich auch, wo sie ist, weil ich habe das ja schon mal zu Ende gespielt. Die ist da. Aber um das alles wirklich sehr gut zu einem Abschluss zu bringen, machen wir das mal ganz hübsch weiter. Ja, so schaut's aus. So machen wir das. Ich schaue noch mal auf, nein, weder noch, Moment, ich will hier hin, auf das I. Genau, ihr seht, ich bin verbündet mit der orangenen Fraktion und der Gegner, also rot, mit der olivfarbenen. Die olivfarbene bereits habe ich, naja, die gibt es nicht mehr, sagen wir es mal so. Die habe ich letztendlich von dieser Karte oder ja, von dieser Karte geworfen. Sagen wir es mal so, ne? Geworfen. Was ist denn hier überhaupt? Moment. Ach so. Und jetzt heißt es natürlich jetzt hier, den Rest hier zu gewinnen. Aber das kriege ich hin. Das ist kein Problem. Nicht für mich. So, schauen wir mal. Angriff. Schaut mal hier. Ne? Was weg ist, ist weg, ne? So machen wir es. Der fliegt mal hier rein. Der bimmelt mal hier nach vorne. Halt, nein, der nimmt die Mine mit. Hui, hahaha. Eine Mine mit zwei. Oh, habe ich ja richtig viel Mine. Moment. Die tun wir mal hier rein. Ja, die anderen, die kann ich mal drin lassen. Das ist schon okay. So, der hier. Der baut Schienen. Ne? Jawohl. Na. Der fährt vor. Und jetzt werde ich natürlich weiter vorwärts gehen. Moment. Ich muss mal ein bisschen überlegen. Hier habe ich einen Flak. Hier habe ich natürlich einen. Was ist denn das? Das ist eine Anaconda. Einen sehr guten Panzerzug. Holla, die Waldfee. Den werden wir jetzt natürlich erstmal angreifen. Jetzt ist er nicht mehr so gut. So, das machen wir gleich nochmal mit einem guten Hubschrapp, Schrapp, 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 Schrapp. Zack. Der hat sich nochmal gut gewehrt, aber er ist weg. Und er ist weg. Weg. Und ich bin wieder allein. Allein. Du bist nicht alleine. So, die Flak hier. Ja, da geht was, ne? Haha! Hui! Hier haben wir jetzt einen Höhenbomber. Mit dem fliegen wir mal nach Norden. Da ist eine Fabrik. Das ist sehr gut. Nee, ich mache hier keine Struktur, keine Infrastruktur kaputt. Abwehr. Na. Moment, Moment, ich muss überlegen. Ich werde
mit dem Flakpanzer erstmal den Tanker ausschalten. Damit bekomme ich natürlich auch etwas Erfahrung. Jo, wunderbar. Was ist denn das? Das ist eine Trolleinheit. Trolleinheiten haben Luftverteidigungskapazitäten. Das ist natürlich nicht so schön. Das heißt, wir machen mal ein Badabum. Mächtig, Badabum. Mächtig, Bum. Bada, mächtig, Bum. Und hauen wir mal hier hin. Oh, den ziehen wir mal zurück. Zack. Den tun wir hier hin. So, und jetzt machen wir erstmal dem Gegner das Licht aus. Ne? Der sieht jetzt nicht mehr allzu viel. Und das ist auch gut so. Der geht vor. Moment, der geht dahin. So, der baut hier Schienen. Und Freund Blase hier verknüpft mein Schienensystem mit dem des Gegners. Ich sage jetzt mal wirklich mit dem gegnerischen. Das nutze ich jetzt. So, hier kommt alles schön vor. Die Luftverteidigung nehmen wir natürlich mit. Stark gepanzerte Munitionstransporter. Hier habe ich natürlich noch meinen Ranger. Mit dem komme ich eigentlich hier hoch, aber ich möchte natürlich erstmal schauen, was da oben so ist. Nicht, dass ich den opfere. Das ist natürlich nicht so gut. Da kommt mal vor. Hui. Licht machen ist immer gut. Der kommt hier vor. So. Den Sinus, den repariere ich dann mal. Der ist hier noch voll. So. Auf den Samurai-Panzer. Ich glaube, das war ein Beutetroll. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Mit dem gehen wir mal. Ja, ich mache erstmal die Kampfeinheiten fertig. Der Planum, also das Planum-Fahrzeug, das kann sich nicht wirklich wehren. Das ist also keine große Gefahr. Aber der Samurai ist eine Gefahr. Deswegen werde ich den jetzt hier erstmal beglücken. Genau so. Und fahre zurück. So, den fahre ich hier hoch. Der wird aufgefüllt. Sehr schön. So. Nein, ich will meinen Transporter. So. Gut, gut, gut. So, mit dem fahren wir mal hier vor. Da kann ich hier vielleicht noch das eine oder andere mal betanken. Das sieht gut aus. Den bin ich schon hier. Mit dem hatte ich schon meinen Spaß. Der kommt hier rein. So. So, mit dem mache ich jetzt mal den Planum. Den planiere ich jetzt. Aber sowas von. Aber der kommt noch nicht ran. Verdammt, okay. So, was haben wir denn hier? Einen Panzer?
So, ich würde mal sagen, hier reparieren wir alles. Ob wir es jetzt brauchen oder nicht. Das ist der Monolith. Das ist ein Reparaturzug. Und das ist schön, dass ich den habe. Die Einheiten hier, die lasse ich jetzt mal hier stehen. Die machen jetzt hier nicht wirklich mehr den Brei fett. Und würde mal sagen, wir gehen jetzt in den Moduswechsel. Der Computergegner ist dran. Einige Einheiten hat er noch, aber tatsächlich, ich würde, ach doch, da oben hat er noch ein paar, die auch kampfkräftig sind. Die haben Erfahrung. Die haben ja gegen meinen Computerfreund gekämpft. Da funktioniert was. Habe ich den nicht in der letzten Folge irgendwie angegriffen? So dass ich nichts mehr sehen konnte, was er macht? Ich weiß es nicht. Wo ist denn der Panzer hin? Wo ist der Panzer hin? Jemand hat den Panzer hier geklaut. Das gibt's doch gar nicht. Moment. So geht das nicht. Oh, der hat hier gar nichts mehr. Moment. Der fährt mal hier hin. So. Der wird jetzt mal schön aufgetankt. So. Ach, da ist eine Stadt. Wasch. Yeah. Und da hat sich der Samurai-Panzer zurückgezogen. Na gut, den holen wir uns natürlich. Ist ja klar. Hier unten holen wir uns noch zusätzlich dieses welches. Hier feuern wir auf den Turm. Der ist natürlich keine Gefahr mehr, aber weg ist weg, ne? So, bzzz. Dann füllen wir doch gleich mal das Eisenbahngeschütz auf. Ja. So, und sammeln uns hier mal vor der Mine. Ich bekomme sie noch nicht wirklich. So, hier machen wir mal ein bisschen Licht. Weiter Licht machen. Oh, da ist ein Turm. Apropos Turm, wo ist mein Flugzeug? Ich habe doch hier. Hm, den habe ich vergessen. Der muss natürlich raus. Und ganz ehrlich, der Heli, schrapp, 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 der muss auch raus. Ja. Da ist ein Häuschen. Mhm. Jetzt holen wir uns den hier raus und fahren hier rein. Hui! So, der wird aufgefüllt und fliegt nach oben. Und ich habe eine Fabrik eingenommen. Da sind, oh la, da sind Dinge drin. Aber ich komme da nicht wirklich. Oh, den füllen wir jetzt hier auf. Den, nein, halt. Ich, den repariere ich noch. Ach, ich kann ihn nicht vollständig reparieren. Ist gut. Da werde ich doch jetzt erstmal ganz schnell den Snake ausschalten. Na, der hat sich gewehrt. Jo, ein Schelmchen. Lord Schelmchen. Überall bleibt mindestens eine Einheit über. Das gibt's doch nicht. Leute, das geht auch nicht. Ihr müsst auch mal kämpfen. So, da würde ich mal sagen, jetzt machen wir erstmal hier den Snake fertig. Und damit sieht nämlich der Turm dann etwas weniger, also der Iron Star da hinten. Und kann dann nicht meine Einheiten beschießen. Soweit der Plan. So.
den biege ich mal dahin ab. Oh, die haben nicht mehr so viel Sprit. Sprit, Sprit, Sprit. So, hier machen wir das erstmal hier fertig. Raider D1 has now left the building. So, nee, ich greife hier nichts an. Das Nashorn geht hier rüber. So, das ist hier meine Villa Denkru. Die geht natürlich auch nach oben. Der geht rein, der wird repariert. So. Hier habe ich jetzt einen Halt, Moment, den Hubschrauber, den, ach, den kann ich nicht tanken, das gibt's doch nicht. Moment, 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 Moment. Ach, den lasse ich mal drin. Den Hubschrauber lasse ich erstmal drin, bevor er irgendwie abstürzt. Da holen wir uns mal hier den Tanker ran. So, der tankt das, den Hubschrauber dann gleich auf. Na, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein, will ich nicht, geh weg, verlassen. Ah, selbst der Tanker braucht langsam mal wieder ein bisschen Sprit. Oh, der fährt runter. Der fährt mal hoch. Ne, ich würde mal sagen, das schaut doch gar nicht mal so ungut aus. Motorwechsel, zack, zack. Der Archimedes ist gut drauf. Das Nashorn ist gut drauf. Das war jetzt gar nicht mal so schlecht, wie er gezogen hat. Das fand ich gar nicht schlecht. So, hier gehen wir erstmal auf das Geschütz. Ja, hui, weg ist er. So muss das sein. Hervorragend. Mit dem kämpfe ich mich mal hier ein bisschen durch und werde jetzt mal hier die Mine attackieren. Mal überlegen, ich habe hier noch, das geht nicht, Moment, der kommt nicht in den Wald, der kommt hier in den Wald, das ist gut, so, so, damit kann ich die Mine ausschalten, ohne dass ich größere Verluste erleide. Wenn ich den jetzt mit dem Panzer angegriffen hätte, ich glaube, ich hätte da ganz schön bluten müssen, weil die Minen halt doch sehr kampfstark sind. So, mit denen geht es jetzt hier vor und der macht hier mal ein bisschen Licht. So, schauen wir uns mal. Da ist sie. Da ist, da oben, hier, das ist die Villa Deng. Da-da-da-da-da! Und jetzt schnell mal ins Menü. Auf die Information, ich habe noch 10 Runden Zeit, meine lieben Freunde. 10 Runden. Mein Gott, was habe ich mich denn beim ersten Versuch so gequält? Das ist doch einfach. Ja, wenn man weiß, wo man wie welche Einheiten hinstellen soll oder wo der Gegner halt rumoxidiert, dann ist das natürlich einfach. So, der geht hier hoch.
Ne? Ah. Der Panzer hier braucht auf alle Fälle mal Sprit. Der kommt hier hoch. Oh, der braucht auch Treibstoff. Hoppala, Moment, was war das? Motorik ist nicht immer das Einfachste. Hier. Die Medusa. Bevor die noch irgendwas hier macht, ne, geht sie den Weg des Irdischen. Der hier. Tankt mal hier auf. Und würde ich sagen, guckt mal, ich nehme jetzt hier die Geschütze rein und fahre jetzt oder fliege vielmehr die Geschütze nach oben. Da sind die nämlich ein bisschen schneller unterwegs. So, der hier baut die Schienen weiter. Juhui. Und ja, ich komme jetzt hier mit dem Flakzug hier schon hoch. Hallo. So, bauen wir hier noch das Loch zu. Zack. Damit sieht das gut aus. Naja, ja. So, ihr geht jetzt mal hier rein und fahrt auch hoch. Jo, hier ist nichts drin, das ist okay. So, hier habe ich jetzt einen Ranger drin, einen Ranger. Und mit dem Ranger komme ich ja prinzipiell schon mal bis hier hin. Ah ja, ich nehme das mal. Zack. Und dann habe ich nämlich schon mal das Häuschen da, also die Stadt vielmehr erobert. Werde jetzt hier noch diese Trolleinheit vernichten. So. Und wieder zurück. Caps. So, geh mal mit den Nashörnern da rein, damit die sich aufmunitionieren. Werde natürlich das Ganze ein bisschen schützen mit meinen Hubschraubern. So, hier fliegen wir mal hoch. Aha! Ja, schaut mal, da gibt's Dinge. Einen Exterminator, einen Genom, ein Jagdflugzeug und eine Stadt, ein Flughafen, einer Fallughafen. Ja, sehr schön. Was kann ich denn hier bauen? Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Zwei Ranger. Ja, selbstverständlich baue ich hier Rangers. So. Alles raus, was hier keine Miete zahlt, ne? Die werden alle zum Angriff verdonnert. So, den Zug kann man ein bisschen hochstellen. Und ich würde mal sagen, hier den Raider, der hat jetzt ein Aldinium-Kristall noch drin. Ich würde mal sagen, den nehmen wir mal mit. So, Moduswechsel, zack, zack. Ihr habt ja gesehen, ich habe noch ein paar Runden Zeit. Ich kann mir Zeit lassen. Ja. Ja, der Archimedes, der hat Power, der hat Kraft. Das Nashorn auch. Piep. So, jetzt kommt mein Computerfreund dran. Der operiert tatsächlich jetzt gar nicht mal so unübel, weil der seine beschädigten Einheiten zurückzieht.
Das finde ich prinzipiell gut. So, jetzt passt mal auf. Was weg ist, ist weg. Jetzt werden wir hier auf alle Fälle reparieren, tanken, tanken. Und, ah, oh, wo waren jetzt? Na, ich hätte den Hubschrauber vielleicht mal wirklich auftanken sollen, aber was ganz wichtig ist, der Archimedes ist Geschichte. Und damit habe ich jetzt aktiv meinen Computerfreund geholfen. So, die kommen alle raus. Der kommt hier rein. Raus, wunderbar. Ne. So, und jetzt gucken wir mal. Die kann ich nur da unten anstellen. Okay. Moment, 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 Moment. Wo habe ich denn, wo habe ich denn, wo habe ich denn, wo habe ich denn da? Mein Höhenbomber fungiert erstmal als Jäger. Er kann ja ungestraft Dinge tun. Das finde ich nämlich komplett in Ordnung. Mein Höhenjäger himself wird den Exterminator terminieren, damit er kein Unhalt, kein Unheil anrichtet. Sehr schön. Der wurde jetzt natürlich ganz gut attackiert. Ich muss mal ein bisschen überlegen. Der kommt dahin. Der kommt dahin, greift hier nochmal an. Und damit halte ich auf alle Fälle erstmal den Sting hier ein bisschen auf Abstand, ne? Das ist ja gut. Du gehst mal rein. Der kommt hier hin. Der kommt weg. Und hier kommt die zweite Haubitze hin. Und da können die Haubitze dann nämlich hier auch schön mal Hallo sagen. So, im Prinzip komme ich schon in die Villa. Wenn ich wollte, kann ich sie einnehmen. Ich will es noch nicht. So, hier schauen wir noch. Nein, hier ist nichts drin. Moment. Keine Hast. Wir haben es nicht eilig, wir sind nicht auf der Flucht. Ja. Der Troll hat sich getrollt. So, der fährt zurück. Und jetzt kann ich mich nämlich dann so langsam mal um. Nein, geh weg. Um das Nashorn kümmern. Oh, hier geht alles schön vor. So, die Instandsetzungszüge fahren jetzt nach vorn. Die können's, ne? Die können's. So, der geht mal hier rein.
So, der geht mal bis hier hin. Hui, kann aber jetzt hier nicht mehr aufgetankt werden. Vielleicht hole ich mir jetzt schon mal das Viech hier raus. Und das darf auch raus. Und da habe ich auf alle Fälle hier eine schöne Unterstützung. Dann mache ich hier weiterhin ein bisschen das Licht an. Nein, das hat nicht gewirkt. Okay. Die Züge brauche ich jetzt hier unten nicht. So, ich werde mal mit denen weiterfahren. Und den Modus wechseln. Also ich meine, die schaut gut aus, ne? Ganz entspannt. Er kann mir nicht mehr allzu viel tun. Ich glaube, den hat er nicht gesehen. Und damit hat er jetzt auch sein Nashorn verloren. So, mein Computerfreund geht es auch recht gut, würde ich sagen. Ich habe hier einen Hubschrauber, der ist. Der ist beinahe blank. Da komme ich doch mal mit meinem Tankflieger zur Hilfe. Der fliegt hoch. Und hier werde ich jetzt natürlich. Halt, Moment, Moment. Erstmal mit meiner Artillerie zuschlagen. Der wird auf alle Fälle repariert. Er zieht sich mal ein bisschen zurück. Dann gehen wir hier hin, greifen hier mal den Samurai an. Da müsste jetzt eigentlich drauf gehen. Jawohl. Sehr schön. Der geht ein bisschen zurück. Den ziehen wir zurück. Wunderbar. Das läuft. Das läuft hier erstmal. Zack. Das Ding weg. Der Gnom oder Genom, der fällt auch natürlich. Moment, und zwar jetzt. Schicken wir mal hier hin, vielleicht gibt es da irgendwas noch. Ich weiß es ja nicht. So, jetzt habe ich hier oben etwas eingenommen. Das hier. Die Stadt Fanyu, Fanlev, irgendwie sowas. Hurra, hurra! Jetzt geht's an das Nashorn. Ja, und damit hat sich auch das Nashorn schon verabschiedet. Es weiß es nur noch nicht. So, hier machen wir auf alle Fälle mal Licht. Und die Elixiereinheit, die Iloka-Einheit, die ist jetzt erstmal weg. Sehr schön.
Wow. Ja, schaut mal, was da oben alles so rumoxidiert. Heiliger Bimbam, Aldiniumkristalle in Masse, mindestens drei. So, das waren so seine letzten offensiv einsetzbaren Streitkräfte hier oben. Ansonsten hat er ja nicht mehr viel, ne? Ja, so schaut's aus. So, den können wir mal hier oben stationieren. Nicht, dass er denkt, dass hier noch irgendwas passiert. Ich würde mal sagen, das war's für diese Runde. Für diese Runde war es das tatsächlich. Nochmal schnell hier gucken. Information. Ich habe noch 8 Runden. 8 Runden habe ich noch Zeit. Ja. Oh, mit einem Exterminator und einer kleinen Infanterieeinheit. Kommt er jetzt echt nochmal raus? Farmt meine beschädigten Feindeinheiten ab. Gut, darf er machen. Er hat so aufs Maul gekriegt, da darf der auch mal einen Erfolg erzielen. So, wunderbar. Aber ich würde mal sagen, das ist meine. So, jetzt muss ich natürlich noch die Dämoneneinheit hier zerstören. Nicht, dass die den Flughafen wieder einnimmt, wenn ich da reingehe. Das will ich nicht. So, zack. Och, nicht zerbeutet. Was kann ich denn alles bauen? Ich kann kein Radarflugzeug bauen. Keinen Öhö. Ich habe noch genügend Zeit. Ich fahre jetzt nochmal hier hoch. 3 Aluminiumkristalle ist nicht schlecht, ne? So, die Hubschrauber. Oh, der hat es gerade so geschafft, ne? Huiuiuiuiui. Der fliegt nach oben. Einfach mal, um hier Licht zu machen. Aber hier ist nichts mehr. Es ist nichts mehr da. Hier unten alles ausgeschaltet. Hier unten kann auch die eine oder andere Mine existieren. Da muss ich sagen, jo, passt. Den habe ich jetzt hier komplett vergessen. Den brauche ich nicht mehr. Der fliegt mal hier hin. Oh, der fliegt mal dahin. So. Einmal ist noch Moduswechsel. Ah, schaut, habt ihr das gesehen? Der rote Computergegner zieht nicht mehr. Das heißt, er hat tatsächlich sämtliche Einheiten verloren. Wunderbar. Das heißt, ich nehme jetzt hier meinen Ranger. Hui. Und denge die Villa. Ehre dem Raum. Gratulation, Stratege, Sie haben Ihre Mission erfolgreich abgeschlossen. Danke. Mein Heer hat 45 irgendwas erreicht, die Luftwaffe 7 und die Marine 0. Ich gehe mal davon aus, das sind Punkte. Okay. Sehr schön. Und der nächste Missionscode heißt Sitibu. Sitibu, Sitibu. So, ich muss erst mal gucken. So. Ein Zettel, ein Zettel, ein Zettel. Oh, und Ritsch, Ratsch. Das ist jetzt Sitibu. Sitibu.
Sehr schön. Und wie immer, wir schauen mal, was als nächstes so kommt. Satellitenverbindung, Stratege. Soeben erfuhren wir schmerzlich, dass die uns freundlich gesinnte Partisanin Kaup in eine Falle gelockt wurde. Ach. Moldurak darf keinesfalls die Gelegenheit bekommen, sie dem Feind auszuliefern. Neben ihrem Tod verlören wir eine Vielzahl von Informationen. Sie ist in einem Eloka-Fahrzeug, das vorrangig zu beschützen ist, während ihre Offensiveinheiten gegen das feindliche Hauptquartier vorgehen. Beschützen Sie auf jeden Fall Kun Kap. So, ich muss das Elixierfahrzeug beschützen. Und das Hauptquartier muss ich natürlich erobern. Das ist schön. Wo ist denn das Elixierfahrzeug? Da. Ich denke, das ist es. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr ungünstig, weil der Computergegner ja nicht wirklich immer schlau reagiert. Das heißt, ich muss dieses Eloka-Fahrzeug schützen. Und zwar drumherum einen Kordon, eine Mauer von Einheiten bilden, damit es sich nicht bewegen kann. So, ich schaue gerade mal, was habe ich denn hier? Ich habe auf alle Fälle Luftwaffe, das ist gut. Ich habe Luftabwehr, auch gut. Der Gegner, also beziehungsweise mein Computerfreund, ist ja relativ stark, wird aber vom Gegner recht schnell aufgeraucht werden, da bin ich mir sicher. Ich habe hier eine gute Luftwaffe. Oh mein, oh lala. Also, dass der Gegner hier hat, das ist natürlich jenseits von Gut und Böse. Was bedeutet, ich muss mich höchstwahrscheinlich erst einmal zurückziehen. Ich sehe bei ihm gerade keine Höhenjäger. Ich habe aber zwei. Ja. Torpedobomber, die muss ich schützen. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Da habe ich noch einen Exterminator. Sehr schön. Einen Aufklärer, hervorragend, ich habe einen Aufklärer. Das Doofe ist aber, er hat eine Fabrik und ich nicht. Da muss ich gucken, ob das Sinn macht. Denn ich habe vor, also ich muss tatsächlich jetzt überlegen, wenn mein Gegner zusammenbricht und mir keine Hilfe mehr ist, nehme ich seine Fabrik ein. Ja doch, ich habe einige Infanterieeinheiten, da kann ich die Fabrik einnehmen. Und dann auch Einheiten produzieren. 4 und 5, das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Zum Beispiel, wenn ich dann hier plus 10 Energie, wenn ich das Gebäude dann bekomme, habe ich natürlich auch dann weniger Energiesorgen. So, hat er hier noch irgendwas? Nee, das war's. Okay, aber wie Sidibou wird wieder schön. Und wir werden gemeinsam natürlich herausfinden, wie sich diese Karte spielt. Und bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und Spaß am Zocken. Probiert Battle Isle 2 doch auch mal aus. Ist es so einfach, wie sich's darstellt, oder nicht? Das sagt euch gleich das Licht. Bis dahin, ciao.